This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be loved by Rome, sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 16. Lesung über den systematischen katholischen Kindesmissbrauch mit Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Es ist eine lange Zeit her, dass ich damit angefangen habe mit dem Projekt, und es ist auch lange her, Leute, dass ich noch den letzten Teil gelesen habe. Aber es sind viele Projekte dazwischen gekommen, die mir einfach nicht erlaubt haben, dieses Projekt fortzusetzen und zu Ende zu machen. Deswegen werde ich mir jetzt die Zeit nehmen, werde in den nächsten Tagen die letzten paar Lesungen machen von diesem Papier, das soweit vorbereitet ist, und dann eine Pause einlegen und hier und da dann immer noch mal auf aktuelle Dinge oder auf den Rapport eingehen, wenn Max mit denen in der Zukunft noch übersetzt. Aber mit Max habe ich ein anderes Projekt, das ich starten werde und das auch wichtig ist. Und wir haben den größten Teil dieses systematischen katholischen Kindesmissbrauchs, das mich damals im Grunde angespornt hat, die Idee dazu hinter mich gebracht. Das heißt, ich habe erklärt, warum die römisch-katholische Kirche diesen systematischen Kindesmissbrauch machen muss, weil es einfach die Pfeiler ihrer Existenz sind, ihrer heidnischen, ihrer babylonischen, ihrer idolatorischen, abergläubischen Existenz. Sie kann gar nicht anders, als eben Kindesmissbrauch zu begehen, und das nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Erwachsenen, die ja auch Kinder sind, im Sinne, dass wir alle Kinder unseres himmlischen Vaters sind, davon mal abgesehen. Ich habe den Grundstein gelegt in vielen Sendungen, bin viel hier und da abgeschweift, und jetzt lesen wir halt diesen letzten Artikel, wir sahen Nonnen Kinder töten, vom Buzzfeed, der in total 68 oder 69 Seiten hat. Wir sind auf Seite 16, wir fahren da auch gleich drin fort. Nur ich habe natürlich in der Zwischenzeit neben anderen Projekten auch, bin ich noch auf einen Film gestoßen letztens, und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich dachte, da werden wir uns mal ein kleines Stück von angucken. Der Film heißt Höllenleben. Ist eine Reportage, die, glaube ich, im deutschen Fernsehen gelaufen ist, hier Hessischer Rundfunk oder was das ist, glaube ich, und handelt von einer Frau, die verschiedene
Ja, die, wie man so schön sagt, multiple Persönlichkeiten hat, also mehrere Persönlichkeiten hat. Das kommt dadurch, das wird, ist auch etwas, was in Mind Control, also in der Gehirnwäsche gebraucht wird, in solchen Programmen wie MK Ultra, wie man das aus der CIA aus den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts kennt. Da gibt es auch das Projekt Monarch und so weiter und so weiter, also Gehirnkontrolle. Und für die Gehirnkontrolle werden oftmals gespaltene Persönlichkeiten oder mehrere Persönlichkeiten halt geschaffen. Und das passiert eben auch viel beim rituellen Kindesmissbrauch, dass die Opfer sich dann andere Personen schaffen, lassen Sie mal sagen, weil sie bestimmte Schmerzen und Folterungen und solche Sachen nicht aushalten können und sich dann eben in eine andere Person reinflüchten. Und diese Personen bleiben ihr ganzes Leben lang dabei. Und dieser Film Höllenleben, den kann ich euch sehr empfehlen, sich anzuschauen. Ich werde den Link auch in die Beschreibungsbox des Videos mit reintun, dass ihr euch den anschauen könnt. Da wollte ich euch nochmal hier ab Minute 26 ein wenig von vorspielen, bevor wir dann gleich in die nächste Lesung reingehen, dass ihr euch mal auch davon ein Bild machen könnt, dass so etwas nicht nur in Amerika passiert, wo wir ja hier den Artikel haben von den Nonnen, die die Kinder so missbraucht haben. Nein, sowas passiert auch tagtäglich bei uns hier in Europa, auch in Deutschland, vor unserer eigenen Haustür. Und das nicht nur auf irgendwelchen Campingplätzen, ja, diese Missbrauchsserie, die sie jetzt in Deutschland da ja mal bekannt gemacht haben, weil da ist der Klerus ja nicht drin einbezogen. Hier auch nicht direkt in dieser Sache. Aber das ist es eben. Solche Sachen kommen dann raus und der große Kindesmissbrauch, der systematische katholische Kindesmissbrauch kommt nicht raus. Aber schauen wir uns mal eben ein paar Minuten hier Höllenleben an. Nele, so erscheint es uns, hat sich eine gewisse Unversehrtheit erhalten, die nur ein Kind haben kann. Erinnerung. Meine Mutter hat Geburtstag. Ich war so 5 Jahre alt. Ich versteckte mich im Schrank. Heute weiß ich, dass Mutters Geburtstag immer ein schrecklicher Tag für mich war. Ich hörte Schritte. Es war und Peter. Ich kannte die Schritte. Sie suchten mich und schrien: Wo bist du, Miststück? Peter fand mich im Schrank. Er zog mich an den Haaren raus. Peter warf mich aufs Bett und zog mich aus. Ich hörte meine Mutter. Ich wehrte mich. Meine Mutter kam herein. Sie war nackt und betrunken. Mutter legte sich zu mir. Peter und zogen sich aus. Meine Mutter streichelte mich überall. Sie küsste mich, riss mir die Beine auseinander. Mutter ging mit ihrem Kopf zwischen meine Beine. Es tat nicht weh. Dann verlangte sie das Gleiche von mir. So, das sollte für einen ersten Eindruck dieses Films reichen. Und ich sage da ganz deutlich mit zu, es geht bei diesem Film nicht nur um sexuellen Missbrauch, sondern es geht auch um Opfer von satanischen Ritualen. Ja, das gehört oftmals zusammen. Da wollte ich nur mal kurz darauf hinweisen. Und wie gesagt, den Film könnt ihr euch dann gerne im Internet anschauen. Auf YouTube steht er zur Verfügung und den Link mache ich halt hier mit rein. Ach. Und so schwer es auch ist, dann gehen wir jetzt in den Artikel wieder rein. Wir hatten hier aufgehört, auf Seite 16 zu lesen. Und ich fahre dann hier fort, wo wir letztes Mal auf diesem Absatz hier aufgehört hatten. 1994 baten Mitglieder der überlebenden Gruppe um Erlaubnis, in das alte Backsteingebäude zurückzukehren, das bereits in den 70er Jahren die Aufnahme von Kindern eingestellt hatte und heute nur noch wenige Kirchenbüros beherbergt. Zuerst wurden sie an der Tür abgewiesen. Monate später durften einige durchgehen, aber normalerweise nur einer nach dem anderen. Die Diözese wandte sich an einen ehemaligen Bewohner, von dem sie glaubte, dass er für sie aussagen würde, und flog sie aus Utah für eine Tournee ein. Sie sagte mir,
dass sie sagten, dass sie keine Kläger im Gebäude wollen, weil es falsche Überzeugungen verursachen würde und sie die Dinge erfinden könnten, indem sie es durchgehen. Als sie die langen Gänge entlang ging und in den leeren Schlafsälen stand, brachte die gefundene Frau viele lebendige Erinnerungen zurück. Wir schauen uns in der Zwischenzeit einen Film an, den ich hier vorbereitet habe. Der kann da nebenbei laufen, dann haben wir ein paar bewegende Bilder nebenan. Whitman wollte auch hinein, aber er wusste, dass die Diözese noch weniger wahrscheinlich eine Führung für ihn organisieren würde, als für die ehemaligen Bewohner des Gebäudes. Also ging er eines Tages einfach durch die Haustür, sagte, er würde von außerhalb kommen und fragte höflich, ob er sich umsehen könne. Die Person an der Rezeption sagte ihm, er solle einfach ruhig weitergehen. Die große, marmorne, runde Treppe, die sich die Kinder hochgeschleppt und von denen einige gefallen oder hinuntergeworfen worden waren, wurde in den 1960er Jahren entfernt, um einen Aufzug unterzubringen. Eine Innovation, die aufregend genug war, um einen Zeitungsartikel zu rechtfertigen, mit einem Foto von einer bebrillten, lächelnden Nonne, grinsenden und gut gekleideten Kindern, wie wir hier auf dem Foto sehen. Die Ersatztreppe, die jetzt alt und zersplittert ist, war schmal und zweckmäßig. Whitman folgte ihr direkt bis in die oberste Etage. Durch die seltsam kleine Tür zum Dachboden zu treten, war wie der Schritt in ein anderes Universum. Mehrere Waisenkinder hatten ihm gesagt, dass es sich um einen schrecklichen Ort handelte, an dem Mäuse und gelegentlich Fledermäuse saßen, zusammen mit Statuen, die mit Blechen bedeckt waren und die bei Wind zum Leben erwachten. Sally hatte ihm von einem elektrischen Stuhl erzählt oder von etwas, das genau aussah wie einer, in den eine Nonne sie stundenlang geschnallt hatte und sie verspottete, dass der Stuhl sie braten würde. Selbst für einen Erwachsenen war die schattige Kammer riesig und desorientierend. Whitman blickte auf die Sparren und den Dachboden und die Tür, die die Wendeltreppe zur Kuppe verdeckte. Namen waren in das Holz des Türrahmens geritzt worden. Whitman fand einen riesigen Wassertank aus Metall mit Rohren, die aus ihm herauskamen. Er hatte einen großen Deckel, und als er dort stand und diesen ansah, erinnerte er sich, dass Sally Dale ihm gesagt hatte, dass Nonnen sie dazu brachten, die kleine Leiter hinaufzusteigen und sich selbst hineinzuwerfen. Dann zogen sie den Deckel zu und gingen. Der Fall von Sally Dale wurde am 13. Juni 1996 beim US-Bezirksgericht Vermont eingereicht. Whitman hat sich immer zuerst für den erfolgversprechendsten Fall entschieden. Zusammen mit seinem Partner Jeff Morris und der lokalen Kanzlei Langrock, Sperry & Wool hatte er 25 Fälle vor zwei verschiedenen Gerichten verhandelt. Die ersten 12 neuen Fälle, darunter alle außerstaatlichen Kläger, gingen an das Bundesgericht. Die anderen 13 gingen zum Staatsgericht. »Wir wollten unsere Eier nicht in einem einzigen Korb haben«, sagte Whitman zu mir. Auch andere Fälle von St. Joseph tauchten auf, da ein paar weitere Waisenkinder Klagen mit verschiedenen Anwälten einleiteten. Whitmans Klagen nannten drei Angeklagte. Die römisch-katholische Diözese in Burlington, Vermont, vertreten durch Bill O'Brien. Vermont Catholic Charities, also Vermont katholische Wohltätigkeitseinstellungen, vertreten durch John Gravel, und die Sisters of Providence, die Jack Startore, einen Prozessanwalt mit dem Ruf, kompromisslos zu sein, einstellten. Ein Anwalt sagte mir, dass lokale Anwälte ihn als Darth Vader bezeichneten. Whitman reiste für ein oder zwei Wochen von Florida hin und her und fuhr durch Vermont auf der Suche nach Alumni von St. Joseph, die sich den Klägern anschließen oder als Zeugen dienen könnten. Nun, nicht jeder Deutsche kennt das Wort Alumni, das ist ein Alumnus oder Alumne, war im Römischen Reich ein Zögling, auch Pflegesohn oder eine Alumna, folglich eine Pflegetochter. Heutzutage spricht man eben davon, auch wenn die abstudiert von Universitäten sind, dann ist es ein Alumni von irgendeiner Universität, hauptsächlich diese höheren Universitäten, jesuitische Universitäten, da spricht man da hauptsächlich von. Eine Person würde ihn zu 5 weiteren führen und diese 5 würden zu weiteren 25 führen. Und je mehr Geschichten Whitman sammelte, desto mehr begannen sie sich zusammenzufügen, wie im Falle des Mädchens, das ein Stück Süßigkeiten gestohlen hatte. Eine Reihe von Frauen erzählte Whitman separat, dass sie sich an einen Tag erinnerten, an dem sie versammelt waren, um einer Bestrafung beizuwohnen.
Man dachte, es sei in der Nähe des Esszimmers der Mädchen passiert. Ein anderer Gedanke war, dass es in dem Raum war, in dem die Kinder ihre Mäntel und Hüte auszogen. Alle waren sich einig, dass es unten passiert ist. Drei Frauen erinnerten sich daran, dass ein Mädchen mit dem Gesicht nach unten über einen Schreibtisch gelegt und geschlagen wurde. Zwei erinnerten sich, dass die Nonne ein Paddel benutzte. Eine erinnerte sich, dass die Nonne begonnen hatte, das Mädchen mit einem 2 oder 3 Fuß langen Stück zu schlagen, aber es brach. Und dann griff sie nach dem Paddel. Schließlich brach der Griff des Paddels, so dass sie ein weiteres Paddel bekam und dieses benutzte, bis sie fertig war. Man konnte immer erkennen, wann sie fertig waren, erklärte eine Frau, weil die letzte die härteste war. Alle Frauen erinnerten sich daran, dass die Nonne ein paar Streichhölzer herausgeholt hatte. Eine Frau dachte, die Nonne hätte eine ganze Schachtel davon. Ein anderer erinnerte sich nur an ein einziges Streichholz. Sie meinte, die Nonne sagte, ich werde zeigen, dass ich es nicht dulde, hier zu stehlen. Ein anderer erinnerte sich daran, das ist es, was mit Leuten passiert, die stehlen. Eine dritte meinte, dass die Nonne sagte, das passiert, wenn man solche Dinge tut. Aber sie erinnerten sich alle daran. Das hatten sie gemein, dass das Streichholz entzündet war und das Mädchen festgehalten wurde. Eine erinnerte sich daran, dass das Mädchen gekämpft und geweint hatte. Eine andere erinnerte sich daran, dass alle Mädchen geweint hatten. Eine glaubte, dass sie selbst gesprochen hatte, aber dass niemand anderes ein Wort sagte. Dennoch erinnerten sie sich alle daran, was als nächstes geschah. Sie zündete das Streichholz an und sie hielt ihre Hand direkt über dem Streichholz. Und ihre Hand berührte die Flamme. Und ich saß da und weinte und sagte, sie sollten aufhören, sagte eine. Die Nonne zog weitere Streichhölzer aus ihrem Kleid und sie verbrannten die Spitzen aller ihrer Finger, erinnert sich eine andere. Die Frau sagte, das weinende Mädchen gestand, die Süßigkeiten genommen zu haben und sagte, sie würde es nicht wieder tun. Wenn die Kinder den Vorfall erwähnten, erinnerte sich ein Zeuge an eine Nonne, die sagte, sie würden ihre Eltern nie wiedersehen. Whitman stellte einige Hintergrunddetails zusammen und stellte fest, dass das Mädchen Elaine Benoit hieß. Er wollte sie unbedingt finden, aber keine seiner Suchen brachte etwas, bis er eines Tages einen Anruf bekam. Bob Whitman, was kann ich für Sie tun? Sein Anrufer fragte ihn, ob er nach Elaine Benoit suchte. Ja, ja, ich suche sehr dringend nach ihr. Nun, ich bin Elaine, sagte die Frau. Whitman war fassungslos. Ich habe diese Geschichte gehört, begann er. Über die Verbrennung, sagte sie. Ha, das war ich. Dann erzählte sie Whitman ihre Geschichte. Es war genau so, wie alle gesagt hatten. Die Geschichte der Frauen über den Süßigkeiten-Dieb lieferten Whitman eine Lektion darüber, wie traumatisches Gedächtnis funktionieren kann. Die Zeugen erinnerten sich daran, dass das Mädchen etwas Süßes gestohlen hatte. Und sie erinnerten sich alle daran, dass eine Nonne sie erwischt hatte. Drei von ihnen erinnerten sich richtig an den Namen des Mädchens. Und obwohl es keinen Konsens über die Identität der Nonne gab, erinnerten sich die meisten von ihnen daran, dass eine Nonne die Strafe verhängte. Spezifische Details wichen voneinander ab, aber das Zentrum der Geschichte blieb erhalten. Oftmals funktionierte das traumatische Gedächtnis genau wie das normale Gedächtnis, was bedeutet, dass eine Episode mit der Zeit verschwimmen könnte. Für einige Leute, je intensiver eine Erfahrung war, desto wahrscheinlicher war es, sie als lebendige Erzählung zu behalten. Aber es gab eine Schwelle, zumindest für einige. Wenn eine Erfahrung zu verstörend war, verschwand sie manchmal. Ob die Erfahrung aktiv unterdrückt oder einfach nur vergessen wurde, sie schien jahrzehntelang aus dem Bewusstsein zu verschwinden und kehrte nur als Reaktion auf einen bestimmten Auslöser zurück, wie zum Beispiel das Gehen durch ein Waisenhaus oder das Treffen mit einer Nonne im Supermarkt. Nach jedem Interview machte Whitman Notizen darüber, wen er traf, was mit ihnen passiert war und wen sie nannten. In seinem aus den Fugen platzenden Ordner befand sich nicht nur eine Liste von Ereignissen oder ein großes Bild. Es war eine ganze Welt, die sich jahrzehntelang ruhig am Rande einer kleinen und vergessenen Gemeinschaft gedreht hatte.
Jede Geschichte, die Whitman sammelte, war eine Art Beweis für das Konzept für jeden anderen. Es mag für jemanden schwer zu glauben sein, dass ein Kind bei St. Joseph's ins Gesicht geschlagen wurde, bis man hörte, dass ein weiteres Kind kopfüber aus dem Fenster gehalten und ein weiteres an ein Bett oder Matratze gefesselt und geschlagen wurde. Es drängte die Leichtgläubigkeit zu denken, dass eine Nonne den Kopf eines Kindes unter Wasser halten würde, bis man auch von den Nonnen hörte, die Münder der Babys zuhielten, bis sie blau wurden. Hier sehen wir ein Bild aus dem Dachboden des St. Joseph Waisenhauses hier. Etwa 3 Jahre nach der ersten Einreichung der Klage von Joseph Barquin stimmte die Diözese zu, sie durch Vereinbarungen und nicht durch ein Gerichtsverfahren zu lösen. Nun, Whitman war natürlich nicht überrascht. In der relativ kurzen Zeit, die er Barquin gekannt hatte, hatte er mit Faszination beobachtet, dass sein Klient zu einem intensiven Reizmittel wurde, das fest an die Seite der Kirche geklemmt war. Barquin, der aus einem Leben voller Stille und Angst hervorging, überzeugte vor einem Mikrofon. Und er war ein mächtiger Führer gewesen, zumindest bis sich die Beziehungen verschlechterten. Er hatte viele zögerliche ehemalige Bewohner inspiriert, sich ihm anzuschließen und sich zu äußern. Die Vereinbarung war kein einfacher Prozess und es gab auch ein paar Fehlstarts. Am Ende, sagte Barquin, hat sich die Kirche mit einem erheblichen Geldbetrag begnügt und mit einer Bestimmung, dass die Vereinbarung und der Betrag geheim gehalten werden. Ich konnte keine der Unterlagen für die Abrechnung erhalten. In seinem letzten Treffen mit dem Vorsitz der Diözese erinnerte sich Barquin, er und der Leiter baten ihre Anwälte, den Raum zu verlassen und bei Anwesenheit nur eines Vermittlers klärten sie die Details der Vereinbarung. Beide Männer weinten. Barquins Gefühl der Versöhnung mit der riesigen Institution erwies sich als mächtig. Er kehrte den Kurs um und begann sich mit Whitmans anderen Klägern in Verbindung zu setzen und versuchte, sie zu überreden, ihren Rechtsbeistand aufzugeben. In einem Interview mit der Burlington Free Press sagte Barquin, dass er einen konfliktlosen Weg für seine Mitwaisenkinder finden wollte, um ihre Ansprüche zu lösen. Wut und Hass werden nie für die Zukunft dieser Menschen funktionieren, sagte er dem Reporter. Barquin fing an, Sally Dale anzurufen und anzudeuten, dass er den Bischof und einige Nonnen bei ihrem Haus vorbeikommen lassen könnte, um über die Dinge zu sprechen. Dale, die über den Vorschlag entsetzt war, sagte nein. Sally war wieder im Waisenhaus. Es war ein Sommertag und die Mädchen waren einen riesigen grünen Hügel hinuntergegangen und durch ein Feld mit Fliedersträuchern, verstreuten Wildblumen und Pappelholz, das bis an den Rand eines dichten Eichenwaldes reichte. Sie stürzten sich in den Wald, folgten einem steilen, kurvenreichen Weg, überquerten ein Eisenbahngleis und liefen durch die Bäume hinunter, bis der Wald so abrupt stoppte, dass es war, als wären sie auf der anderen Seite herausgekommen, als wären sie durch eine feste grüne Wand gegangen. Vor ihnen befand sich North Beach, wo das Wasser klar und schön und flach war, mit winzigen kleinen Fischen, die herumschwammen, während die Mädchen sich gegenseitig jagten. Als sie in dem Wasser wartete, sah Sally 2 Nonnen und einen Jungen in einem Ruderboot, die hinausfuhren, wo das Wasser tief war. Sally war wie viele andere Kinder auch in diesem Boot herausgebracht worden, und sie wusste, was als nächstes kam. Die Nonnen warfen dich ins Wasser. Sie sagten, es habe dir beigebracht, wie man schwimmt. Als sie an der Reihe war, hatte Sally entdeckt, dass sie tatsächlich eine starke Schwimmerin war, als sie mit etwas Stolz alleine zum Strand zurückkehrte. Aber der Junge im Boot schrie. Sally beobachtete, wie die Nonnen ihn hineinwarfen, dann wartete sie und fragte sich, was mit ihm geschehen war. Als die Kinder wieder auf den Hügel zurückkamen, fragte Sally eine Nonne, ob der Junge ertrunken sei. »Oh, keine Sorge«, sagte die Nonne. »Er ist für immer nach Hause gegangen.« Es gab noch andere mysteriöse Verschwundene, wie zum Beispiel das kleine Mädchen, das eine Nonne die Treppe hinuntergestoßen hatte. Irene, einer der Hilfsangestellten, sagte Sally, sie solle das Mädchen wach halten und zum Reden bringen, aber das kleine Mädchen stöhnte nur. Sie hatte eine riesige Beule auf der Stirn und große, dunkle, blaue Flecken um ihre Augen. Sally half Irene, sie ins Krankenhaus zu bringen. Jemand hat ihnen das Mädchen weggenommen.
Oh, noch ein Missgeschick. Ein weiterer Unfallbedingter, sagte jemand dort. Später fragte Sally die Nonnen, ob es dem Mädchen gut gehe, und sie erzählten ihr dasselbe, was sie über die anderen gehört hatte. Die Familie des Mädchens hatte sie für immer nach Hause gebracht. Sally wagte es nicht, weitere Fragen zu stellen. Sie stellte auch keine Fragen über Mary Clark, ihr Lieblingsmädchen aus dem Kinderzimmer des Waisenhauses. Die Nonnen, die dort arbeiteten, hassten den Klang des Weinens. Mary weinte jedoch nicht. Sie machte nur tränenlose, kleine, schluchzende Geräusche. Und die Nonnen hassten das am meisten. Sie taten alles, was sie konnten, damit sie richtig weinte. Sie schlugen und schlugen sie und traten sie mit ihren Füßen. Zweimal sah Sally zu, wie sie Zwiebeln in Marias Augen rieb. Schließlich packte Schwester Jane vom Rosenkranz Mary am Hals und kündigte an, dass sie sie zur Mutter Oberin bringen würde. Jeder, der nicht weinen konnte, sagte sie, sei völlig verrückt. Das war das letzte Mal, dass Sally Mary sah, obwohl kurze Zeit später eines der älteren Mädchen verkündete, dass Maria es geschafft habe. Sie war bei ihren Eltern, sagte das andere Mädchen. Auch Mary war für immer nach Hause gegangen. Was das bedeutet, dürfte inzwischen jedem meiner Zuschauer deutlich sein. Es gab noch ein weiteres Kind, einen Jungen, von dem sie hörte, dass er mit seinem Cousin aus dem Waisenhaus entflohen war. Er trug einen Metallhelm und irgendwo auf dem Weg dorthin kroch er unter einen Zaun und wurde mit einem Stromschlag getötet. Um Sally eine Lektion zu erteilen, brachte die Nonne sie zusammen mit anderen unartigen Kindern zu seiner Beerdigung. Der kleine Junge lag in einem kleinen offenen Sarg. Er sah nicht einmal wie ein Junge aus, dachte Sally. Nur ein geschwärztes Ding mit Löchern auf ihm, weil er verbrannt war. Eine Nonne ließ Sally zum Sarg gehen. Dann sagte sie ihr, sie solle den Jungen küssen. Sie lehnte sich über den Sarg, weil sie es musste, aber alles, was sie sehen konnte, waren die Löcher im Gesicht des Jungen. Als sie sich auf den Jungen zubeugte, flüsterte die Nonne, dass, wenn Sally wegläuft, ihr dasselbe passieren würde. Sally erlaubte sich nicht, an das seltsame Verschwinden oder den grausamen Tod zu denken. Tagsüber ging sie ihren Geschäften nach und nachts, als sie dort im abgedunkelten Wohnheim lag, versuchte sie, direkt in Schlaf zu fallen. Die Nonnen ließen die Mädchen auf der Seite liegen und in die gleiche Richtung schauen. Sie mussten ihre Hände zusammenlegen, wie im Gebet, und ihren Kopf auf sie legen, denn die ganze Zeit nachtüber so bleiben. Wenn die Hände eines Mädchens im Schlaf unter die Decke gleiten würden, würde eine Nonne sie mit einem Klaps wecken oder sie auf den Dachboden schicken. Als Sally sich bewegte, zog eine Nonne sie an den Haaren hoch und peitschte sie aus, bevor sie sie zurück ins Bett schickte. Wieder einmal Hände im Gebet auf dem Kissen. Ich traf Robert Whitman, den wir hier im Bild sitzen sehen, in seinem Haus in Sarasota, Florida, an einem lauen Tag im Frühjahr 2018. Er hatte leicht wilde, graue Haare und eine tiefe Bräune und sein Gesicht schlug Falten. Wenn er lächelte, was er oft tat. Entschuldigung. Er hatte sich von der Anwaltskanzlei zurückgezogen und an diesem Morgen war er, wie jeder andere auch, auf eine dreistündige Fahrradtour gegangen. Er war lässig gekleidet in Jeans und Sandalen. Er war 70, aber er stand auf und bewegte sich wie jemand, der viel jünger war. Wir setzten uns in einen hellen, luftigen Raum, der sich zum Garten hin öffnet. Whitman erklärte feinere Rechtsfragen und hielt inne, um sich mit Geschichten aus seiner langen Karriere zu illustrieren. Manchmal schloss ich uns seine Frau Cynthia an. Ich zeigte Whitman einige Fotos von den Aussagen seiner Kläger. Wir beobachteten eine Frau mittleren Alters mit einem süßen, weichen Gesicht und einer Stimme eines jungen Mädchens, die über den Tag sprach, an dem sie in St. Joseph's vor ihrem Erbrochenen stand. Wütend sagte ihr die Nonne, die an diesem Tag das Sagen hatte, sie solle es sauber machen. Als sie nichts finden konnte, um es zu bereinigen, antwortete die Nonne, »Du weißt, was ich meine. Du gehst da runter und leckst es auf.«
Es ist nicht fair, erinnerte sich die Frau, dass sie dachte, aber sie wusste, wenn sie widersprach, dann würden die Mädchen die Konsequenzen tragen. Also sagte sie aus, ich habe getan, was ich tun musste, um zu überleben und da rauszukommen. Und als sie sprach, fing sie an zu weinen. Ich bin runtergekommen, sagte sie, und ich habe das Erbrochene aufgeleckt. Whitman kannte diese Art von Ungerechtigkeit. Er wuchs in Norwalk, Ohio, in einer katholischen Familie mit einem großen Anteil an Nonnen und Priestern auf und wurde gegen seinen Willen auf ein Jesuiteninternat in Prairie du Chien in Wisconsin geschickt. Gib uns einen Jungen, sagten die Jesuiten, den Eltern von zukünftigen Schülern und bekomme einen Mann zurück. Tja, wo haben wir das schon mal gehört? In einer abgewandelten Form hat Adolf Hitler dasselbe gesagt. Und deswegen haben die Jesuiten überhaupt dafür gesorgt, dass sie durch ihr Ratio Studiorum die Ausbildung unserer Kinder überhaupt haben. Weil sie ganz genau wissen, wenn wir ihnen ein kleines, unschuldiges Kind geben, dann können sie es direkt zum Bösen überführen. Und das natürlich viel schwieriger ist für das Kind, sich normal in dieser Welt zu bewegen, als wenn man nicht von den Jesuiten von Beginn auf an indoktriniert worden wäre. Gib uns einen Jungen, sagten die Jesuiten den Eltern von zukünftigen Schülern, und bekomme einen Mann zurück. Darüber haben wir auch ausführlich gesprochen in der Lesung von Griesinger und in anderen Videos von mir, also das ist für meine Zuschauer hier nicht neu. Neu ist es natürlich, dass das hier in diesem Artikel so offen gesagt wird. Das muss ich mal eben dabei sagen, weil wir lesen hier ja einen Artikel von BuzzFeeds.com. Das ist ja auch eine ziemlich große Medienorganisation, soweit ich das verstehe, die übrigens auch leicht Urheberrechtsansprüche macht auf diese Sache hier. Das ist noch eine andere Sache. Und dass die so einen Satz so offen sagen, das ist natürlich etwas, was das Bild der Jesuiten heutzutage ein wenig prägt, wisst ihr? Weil oftmals haben die Leute ja von Jesuiten im Grunde ein verkehrtes Bild heutzutage. Womit ich sagen will, dass die Leute heutzutage eigentlich oftmals denken, ach, die Jesuiten sind ja im Grunde gar nicht so schlecht. Das heißt, die Jesuiten waren früher vielleicht so und so, aber heute ist das eine ganz gute Organisation. Das ist im Allgemeinen in der Welt, in der wir leben, so eine vertretene, offene Meinung. Und dass dann in einem BuzzFeeds-Artikel hier das so deutlich gestellt wird, weil wir wissen ja, der ist von 2018, also noch ziemlich neu, ein knappes Jahr alt, dass das in diesem Artikel dann so deutlich gestellt wird, dass die Jesuiten eben sagen, gib mir das Kind und wir geben dir einen Mann, den du nicht mehr erkennst, das ist ja das, was da im Grunde draus kommt, oder was das im Grunde bedeutet, was wir hier gerade lesen, das finde ich persönlich schon erstaunlich. Also ich finde es auf jeden Fall positiv, dass wir das mal so nachlesen können. Gib uns einen Jungen und bekomme einen Mann zurück. Aber einen Mann, der keine Ähnlichkeit mehr hat mit dem Jungen, den du uns gegeben hast. Jede Nacht vor dem Schlafengehen, sagt er, wurden Jungen, die sich einen Fehler verdient hatten, dazu gebracht, ihre Hosen herunterzuziehen, sich zu beugen und ihre Knöchel zu greifen, damit sie mit einem fußweiten Paddel geschlagen werden konnten. Jahrzehnte später erinnerte er sich noch an so viele Details aus dem Streit um St. Josephs und spürte noch immer die Ungerechtigkeit, der die ehemaligen Bewohner der Institution ausgesetzt waren. Ich zeigte ihm das Video von Sally Dale, die über den Jungen sprach, den sie aus dem Fenster gestoßen sah. Oh, sie ist sich im Klaren, nicht wahr? Fragte er. Er klang stolz auf sie. Auf dem Video erinnerte sich Sally an den Blick in den vierten Stock. Ich habe den kleinen Körper herauskommen sehen, sagt sie. Whitman ließ einen großen Seufzer los. Es ist deprimierend. Von allen Klägern nahm Sally einen besonderen Platz in seinem Gedächtnis ein. Als ich nach ihr fragte, tränten Whitmans Augen. Er hielt seine Faust an sein Herz und sagte, ich liebte Sally Dale einfach. Ich habe sie einfach geliebt. Sie war wirklich ein besonderer Mensch. Er glaubte Sallys Geschichte, dass der Junge durch das Fenster geworfen wurde. Aber wann immer Sally oder ein anderes Waisenkind Whitman von der Beobachtung eines Todes erzählte, war seine stille Reaktion, dass es keine Leichen, keine Zeugen und keine Beweise jeglicher Art gab. Er dachte, was zum Teufel soll ich damit machen? Er war nicht der Einzige.
Selbst Länder, die offizielle Regierungsuntersuchungen zu den schrecklichen Geschichten des Waisenhaussystems durchgeführt haben, haben sich vor Geschichten über Kinder, die dort gestorben sind, gedrückt. Einige, wie Australiens jüngste Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, ja, und da übrigens gibt es sehr viel Material, um diese Serie fortzusetzen, auf dieser Seite. Und wie gesagt, da werde ich in der Zukunft den Max hoffentlich zu überreden können, mir hier und da nochmal Material zu besorgen von diesen Seiten. Einige, also wie Australiens jüngste Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Misuse, beschränkten sich auf eine Untersuchung sexueller Übergriffe. Der verengte Fokus unterschied zwischen den Folterungen auf eine Weise, für die die Menschen, die sie erlebt hatten, wenig Sinn machte. Und es ließ die Geschichten über Todesfälle eher wie halluzinatorische Einzelstücke erscheinen, als wie unvermeidliche Ergebnisse in einer Welt der entmenschlichten Brutalität. Kanada ist vielleicht das einzige Land, das eine Sonderuntersuchung zu den Tausenden von indigenen Kindern einberufen hat, die an Internatsschulen gegangen waren und nie nach Hause zurückgekehrt sind. Kimberly Murray, eine stellvertretende Generalstaatsanwältin in Ontario, die das Missing Children Project, also das Kindervermisstenprojekt, leitete, erzählte mir von ehemaligen Bewohnern, die sich daran erinnerten, wie sie Zeuge wurden, wie mehrere Kinder zu Tode geschlagen oder aus einem Fenster gestoßen wurden. Für eine Reihe dieser Fälle fand Murrays Team eine Aufzeichnung der Schule, die den Tod notierte, aber keine Ursache angab oder sagte, dass das Kind an einem versehentlichen Sturz aus dem Fenster gestorben war. Genauso brutal waren die Geschichten, die ich von toten Kindern in St. Joseph's las. Zusätzlich zu dem Jungen, der aus einem Fenster, und der andere, der in den See geworfen wurde, gab es eine Geschichte über einen anderen Jungen, der an einen Baum gefesselt und zum Erfrieren zurückgelassen wurde, und ein Neugeborenes. Ein Neugeborenes, das in einer Krippe erstickt wurde. Die Geschichten verfolgten mich. Aber trotz der vielen Resonanzen mit Geschichten aus verschiedenen Waisenhäusern empfand ich einige von ihnen einfach als zu viel, um sie zu glauben. Wie Sallys wilde Geschichte über den Jungen, der durch Stromschlag getötet wurde. Sie sagte, er hätte Löcher im Gesicht und dass er einen Metallhelm getragen hatte. Die Details waren zu schrecklich. Sie waren zu bizarr. Sicherlich gab es zumindest ein Element der Illusion oder Delusion bei dieser Arbeit. Und wenn es sich in diese Geschichte einschleichen könnte, welche anderen Erinnerungen hätte es dann noch gefärbt oder verfärbt? Wie konnte man nur die Fakten festhalten? Zu Beginn des Verfahrens waren die Geschichten von toten Kindern bereits zwischen 30 und 60 Jahren alt. Wie bei jedem ungelösten Fall, je mehr Zeit zwischen einem Verbrechen und seiner Untersuchung vergeht, desto wahrscheinlicher ist es, dass Beweise beschädigt werden oder verloren gehen, dass Details verschwimmen, dass Zeugen sterben. Diese Fälle stellten zusätzliche Herausforderungen dar. Wir waren auf Aussagen angewiesen, die erst nach Jahren in die Öffentlichkeit gelangt sind. In einigen Fällen, einschließlich dem von Sally, hängen sie von Erinnerungen ab, die Jahrzehnte brauchten, um vollständig aufzutauchen. Diese Verzögerung ist bei den Opfern von Traumata üblich, von Kindern, die von Familienmitgliedern missbraucht wurden, bis hin zu Soldaten, die ein verheerendes Ereignis auf dem Schlachtfeld erlitten haben. Aber damals begannen Psychologie und Neurowissenschaften erst, diese Verzögerung zu verstehen. Auch heute noch gibt es eine enorme kulturelle Angst vor der Zuverlässigkeit von Erinnerungen an die ferne Vergangenheit, insbesondere aus der Kindheit. Schließlich erforderte das Verständnis dieser Todesfälle den Schritt in eine unheimliche andere Welt, von der nur wenige Menschen heute wissen, dass sie überhaupt existiert. Selbst als sie allgegenwärtig waren, wurden Waisenhäuser vom Rest der Gesellschaft abgemauert. Niemand von außen wusste wirklich, was in ihnen vor sich ging. Nur wenige kümmerten sich wirklich. 2 Monate nachdem Whitman Sally Dales Fall im Juni 1996 eingereicht hatte, reichte er einen Fall für Donald Shuttle ein, der sagte, ich lebte in Angst, jeden Tag, an dem ich dort war.
Im September reichte er weitere drei ein, darunter einen für Marilyn Noble, die sagte: Sie schlug mich immer wieder, schlug mich und schlug mich, schlug mich und schlug mich. Sie sagte mir, ich solle die Wahrheit zugeben. Ich sagte ihr, dass ich die Wahrheit sagte, dass ich es nicht getan habe. Und sie schlug mich immer wieder, bis ich schließlich sagte, okay, ich tat es, um die Schläge zu stoppen. Whitman bereitete auch mehr Fälle vor, wie den von Debbie Hazen, der sich erinnerte, anstatt mich einfach auf den Dachboden zu bringen, wo es Fenster gab, es gab dort oben Licht, legte sie mich in einen Schrank, weil es dunkel war und ich hatte Angst vor der Dunkelheit. William Richards. Sie haben einen Feuerhaken in einen Holzofen gelegt. Ich habe gesehen, wie der Feuerhaken rot wurde. Dann sah ich zu, wie er weiß wurde. Robert Carteret. Er sagte, Bob, wo bist du, wo bist du? Und dann kam ich aus dem Versteck und da packte er mich und brachte mich zum See. Und da versuchte er, mich zu ertrinken. Für Whitman war von Anfang an klar, und erst recht, als die Geschichten seiner Zeugen zusammenzuwachsen begannen, dass er alle Kläger in einem Sammelverfahren vor derselben Jury zusammenbringen musste. Die Erfahrung jedes Waisenkindes half, den Kontext jeder anderen Erfahrung zu erklären. In der Isolation könnte jede einzelne Erinnerung leichter auseinandergenommen und in Zweifel gezogen werden. Die Kläger wären verletzliche Ausgestoßene, die gegen eine der mächtigsten Institutionen der Welt antreten. Zusammen hatten sie, und ich füge das Wort vielleicht zu, zusammen hatten sie eine Chance. Die Verbindung der Fälle war auch in der Praxis von entscheidender Bedeutung. Die Kläger müssten sich gegenseitig als Zeugen aufrufen, aber wenn jeder Fall einzeln verhandelt würde, müssten sie zum Gericht zurückkehren und jede Geschichte vielleicht ein Dutzend Mal vor Fremden erzählen, eine Erfahrung, die viele seiner Klienten unerträglich finden würden. Die Sachverständigen müssten immer wieder vorgeladen werden und das Gericht müsste für jeden Fall verschiedene Jurys zusammenstellen. Die Kosten wären außerordentlich hoch. In unserer Welt wird ja leider immer alles gemessen am Geld, nicht wahr? Die Verteidigung kämpfte hart dagegen, dass alle Kläger ihre Verfahren zu einem konsolidierten Prozess zusammenführen durften. Sie argumentierte, dass es eine Jury präjudizieren könnte, Geschichten aus einer so langen Zeitspanne zu hören. Und es forderte Whitmans Zeugen heraus, und sie argumentierten, dass, wenn sie nicht genau zur gleichen Zeit wie ein bestimmter Kläger am St. Josephs waren, dass dann ihre Erfahrung nicht relevant war und dass dies eine Jury ungerechtfertigterweise schädigen würde. Sartore, der Anwalt der Schwestern, beschrieb mir später die Rechtsstrategie als traditionelles Teilen und Herrschen. Also wenn der Sartore kein Jesuit war, dann fresse ich meinen Hut, den ich nicht habe. Die Verteidigung kämpfte auch gegen Whitmans Versuche, die Briefe zu bekommen, die Phil White im Namen der Überlebenden geschrieben hatte, die die ersten 5.000 Dollar Abfindung bekamen. Die Briefe wären von unschätzbarem Wert gewesen, praktisch eine Datenbank über Missbrauch und Täter. Sie hätten den Beweis erbringen können, dass Bewohner, die sich nicht einmal kannten, mit den gleichen Folterungen konfrontiert waren. Und vor allem, dass die Verantwortlichen sich der Probleme hätten bewusst sein müssen. Whitman war auch nicht in der Lage, die Briefe direkt von White zu bekommen, aus Gründen, die kein Anwalt mehr in Erinnerung rufen kann. Die Verteidigung argumentierte, dass der Bischof, als er ehemalige Waisenkinder gebeten hatte, ihre Geschichten mit ihm zu teilen, dies aus Mitgefühl getan hatte und dass er ihnen das Abfindungsgeld aus Sorge um ihr Wohlbefinden gegeben hatte. Ja, wenn die Diözese sich mit der Zahlung des Geldes auch Schutz von weiteren rechtlichen Schritten erkauft hätte, nun, das war dann nur ein Zufall, nicht wahr? Das Teilen der Briefe mit Whitman, so das Argument weiter, würde die Bemühungen des Bischofs, den Waisenkindern zu helfen, untergraben, die Religionsfreiheit der Kirche gefährden, mit anderen Worten, die Freiheit, ihre abergläubische heidnische Religion auszuüben und die Privatsphäre der Menschen verletzen, in deren Namen sie geschrieben worden waren. Letztendlich behaupteten die Anwälte, die Freigabe der Briefe würde das Verhältnis der ehemaligen Bewohner zur Kirche beeinträchtigen. Die Menschen könnten tatsächlich aus ihrem Schlaf erwachen und die Kirche als das wahrnehmen, was sie ist.
der größte Satanskult auf Erden. Aber vor allem war die Strategie der Kirche, die Zeitspanne zu betonen, die seit dem angeblichen Missbrauch vergangen war. Lange genug war die Schlussfolgerung, dass das Gedächtnis eines Klägers, egal wie überzeugend, niemals zuverlässig sein könnte. Lange genug, dass keine Behauptung, egal wie konkret, jemals überprüft werden konnte. Es gab einfach keine Möglichkeit, etwas davon zu erfahren. Die Fakten gingen im Nebel der Zeit verloren. Bei jeder Gelegenheit nannten die Verteidiger die zum Teil aus den 1940er Jahren stammenden Ansprüche der Waisenkinder alt, antik, altmodisch, unmöglich alt. Einige Behauptungen waren bereits vor Beginn des Zweiten Weltkriegs veraltet, so ein Memo von Sartore. Tatsächlich ist das abgedroschene Adjektiv abgestanden, kaum beschreibend für diese veralteten Behauptungen. Es war eine intelligente Strategie. Na, das war es sicher. Für die Kläger war es auch grausam. Aus ihrer Sicht war ihr langes Schweigen kein Unfall. Es war ihnen aufgezwungen worden, eine direkte Folge des Missbrauchs, den sie erlitten hatten. Wie oft hatten die Kinder die Lektion gelernt, dass sich niemand für ihren Schmerz interessierte? Wenn du weinst, weinst du allein. Wenn du lächelst, lächelt die ganze Welt mit dir. Wie oft wurden sie bestraft, weil sie sich zu Wort gemeldet hatten, so dass sie zu dem Schluss kamen, dass niemand an der Macht an ihren Problemen interessiert sei? Dass ihr Schmerz innerhalb oder außerhalb der Waisenhausmauern keine Bedeutung hatte? Immer wieder erfuhren sie, dass ihre Beobachtungen aus erster Hand nicht gültig waren. Die Nonne erzählte Sally, dass sie eine lebhafte Fantasie habe. Wir werden etwas gegen dich unternehmen müssen, Kind. Es dauerte Jahre, Jahrzehnte, bis diese Überlebenden von St. Josephs die Indoktrination rückgängig machten, lernten, ihren eigenen Wahrnehmungen zu vertrauen, ihre eigenen Erfahrungen zurückzugewinnen. Dennoch wuchs die Liste der Opfer und damit auch die Liste der Täter. An Schwester Jane vom Rosenkranz wurde sich von einer Reihe von Bewohnern erinnert, ebenso wie an Schwester Claire, Schwester Pauline, Schwester Dominic, Schwester James Mary, Schwester Albert, Schwester Louis Hector. Von den Männern im Waisenhaus wurde unter anderem Pater Robert DeVoy und Pater Edward Foster genannt. Mehrere Aushilfen wurden auch wegen Belästigung und anderen Missbrauchs angeklagt. Fred Adams, der in den 1940er Jahren im Waisenhaus arbeitete und manchmal eine Pfadfinderuniform trug, verfolgte noch immer einige der Jungen von St. Josephs. Adams sagte einem Jungen, dass er eines Tages für Amerika in den Kampf ziehen würde und in der Lage sein müsse, Folter zu tolerieren, wenn er gefangen genommen würde. Adams fesselte den Jungen und hängte ihn von der Decke. Dann band er eine Schnur an seinen Penis. Als er an der Schnur zog, schwang der Junge hin und her und schlug wiederholt in eine heiße Glühbirne, die hinter ihm hing. Adams sagte, du darfst nicht sagen, was deinen Mitmenschen gefährdet. Das wird dir definitiv passieren. Es ist nur ein Lernprozess. Obwohl diese Bilder lebhaft waren, war Whitman nervös darüber, wie es ihnen in dem Rechtsstreit ergehen würde. In Fällen von sexuellem Missbrauch in den Vereinigten Staaten hatten Verteidiger begonnen, wiederhergestellte Erinnerungen in Frage zu stellen. Und privat wurde Whitman durch die verschiedenen und inkonsistenten Wege, auf denen sich die Kindheitserinnerungen der Kläger manifestierten, auch verunsichert. Dann in Bennington, Vermont, entließ er zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester, ehemalige Bewohner von St. Josephs, die als Zeugen für die Verteidigung dienten. Die Schwester, eine leichte Frau in den 40ern, sprach positiv über ihre Zeit im Waisenhaus. Irgendwann erzählte mir Whitman, er erwähnte den Namen der Nonne, die mit den Mädchen genäht hatte und die mehr als eine von ihnen sexuell missbraucht haben soll. Plötzlich wurde die Frau unbeweglich, stumm. Es war, als hätte sie einen Anfall gehabt. »Geht es Ihnen gut?« fragte Whitman sie. Sie sagte, »Oh mein Gott!« Er fragte sie noch einmal, ob es ihr gut gehe, und sie sagte, »Ich erinnere mich.« Alle erstarrten. Sie sagte, »Ich erinnere mich, was diese Nonne mit mir gemacht hat.« Für einen Augenblick bewegte sich niemand. Dann, erinnerte sich Whitman,
brach das Chaos aus. Die Verteidiger begannen zu schreien und zu unterbrechen. Was hatte Whitman getan? Hat er ihr Geld gegeben? Whitman selbst war verzweifelt. Wovon reden Sie? Hat er sie gefragt. Die Frau sagte, dass sie sich daran erinnerte, was die Nonne allen angetan hatte und dass sie es auch mit ihr getan hatte. Genau dort, in der Mitte ihrer Aussage, hatte eine der Zeugen der Verteidigung eine Erinnerung an ihren eigenen Missbrauch in St. Josephs gefunden. Sie diente weiterhin als Zeugin, aber für die Kläger. Es geschah auch in Kanada. In Montreal, weniger als 100 Meilen nördlich von Burlington, traten nun ehemalige Bewohner katholischer Waisenhäuser auf, um zu sagen, dass sie bereits in den 1930er Jahren und bis 1965 dem außergewöhnlichsten Missbrauch ausgesetzt waren. Wie bei St. Joseph hatte die Bewegung mit wenigen Stimmen begonnen und wuchs von dort aus schnell an. Genau wie bei St. Joseph veröffentlichte die lokale Presse Artikel über die Anschuldigungen und Proteste von Menschen, die die Nonnen verteidigten. Wie bei St. Josephs war auch hier einer der Orden der Nonnen, die die Waisenhäuser führten, Mitglied der Schwestern der Vorsehung. Whitman ging nach Montreal, um mehr zu erfahren. Die Überlebenden nannten sich die Kinder von Duplessis, nach Maurice Duplessis, dem konservativen katholischen Premierminister Quebecs für die 1940er und 1950er Jahre. Duplessis stellte fest, dass Waisenhäuser nur die Hälfte des Betrags für jeden Bewohner erhielten, den Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen erhielten. In Zusammenarbeit mit der Kirche und der medizinischen Einrichtung der Provinz entwickelte er einen Plan, um Tausende von verlassenen Kindern als Defizite einzustufen. Bis zu 5000 Kinder, die zuvor normale Intelligenz gezeigt hatten, wurden als geistig behindert diagnostiziert. Ihre Ausbildung wurde eingestellt. Und sie wurden aus den Waisenhäusern, in denen sie gelebt hatten, herausgeholt und zogen in psychiatrische Einrichtungen. Oft waren es die Trotzigen, die zuerst weggebracht wurden. Einige Waisenhäuser wurden einfach in Asyle umbenannt und untrainierte Nonnen wurden zu psychiatrischen Krankenschwestern erhoben, bewaffnet nicht nur mit ihren hölzernen Paddeln, sondern mit allen Mitteln zur Behandlung psychischer Erkrankungen in den 1950er Jahren, einschließlich Fesseln und intravenösen Beruhigungsmitteln. Das Leben der Waisenkinder nach dem Verlassen der Institutionen sah aus wie das der ehemaligen Bewohner von St. Joseph's in Burlington. Viele von ihnen haben sich selbst getötet oder mit Sucht und anderen Schäden zu kämpfen gehabt. Aber viele der Überlebenden waren bereit für einen Kampf. Die Kinder von Duplessis waren wesentlich organisierter als die Kläger von Whitman in Vermont. Ihre Kämpfe waren in einem Buch der Soziologin Pauline Gill, Les Enfants de Duplessis, und da habe ich ein Bild drüber beschrieben worden. Les Enfants de Duplessis, da wollen wir eben sehen, da hole ich mir eben den Link hier raus und dann können wir das Bild gleich mal einblenden, das ich hier vorbereitet habe. Und das mal eben weg. Hier sehen wir das Buch. Les Enfants de Duplessis, worum es hier geht. Ist ja immer schön, wenn man auch mal ein passendes Bild hat. Der Film ist ja soweit sowieso ziemlich weit fortgeschritten. Also ihre Kämpfe waren in einem Buch der Soziologin Pauline Gill, Les Enfants de Duplessis, beschrieben worden. Ja, also die Kinder von Duplessis. Sie hatten mehr als 100 Strafverfahren gegen einzelne Mitglieder religiöser Orden eingeleitet. Der Anwalt der Waisenkinder hatte eine Sammelklage eingereicht, in der um mehr als 1 Milliarde Dollar an Entschädigung gebeten wurde. Die kanadische Regierung bot schließlich Überlebenden eine Entschädigung an, die zwischen 15.000 und 25.000 Dollar lag. Pro Person. Ja? Wir haben also mehr als 100 Strafverfahren und eine Ausbezahlung von 15.000 bis 25.000 Dollar. Also das geht dann schon in die Millionen, aber weit weg von den Milliarden. Ich fragte eins der Kinder, eine Frau namens Alice Quinton, ob sie gesehen hatte, wie Kinder starben. Sie erzählte mir, dass eine ihrer Freundinnen, ein besonders willensstarkes Mädchen namens Evelyn Richard, starb, nachdem sie mit der Droge, die wir heute Thorazin nennen, injiziert wurde. Thorazin, da will ich euch kurz ein Stück aus Wikipedia vorlesen, dass ihr wisst, was das ist.
Die Anwendung von Chlorpromazin ist bei lebensmittelliefernden Tieren gemäß der europäischen Rückstandshöchstmengenverordnung für Lebensmittel tierischen Ursprungs in der Europäischen Union generell verboten. Aber dieses Thorazin, und das könnt ihr in den Wikipedia-Link legen, den ich hier mit in die Beschreibungsbox des Videos mit reintue, könnt ihr dann sehen, dieses Thorazin wurde damals und wird heute bei Menschen angewendet. Aber bei lebensmittelliefernden Tieren ist es verboten. Mit anderen Worten, das behält Rückstände im Fleisch ein und diese Rückstände im Fleisch, selbst wenn man sie dann isst, können immer noch negative gesundheitliche Auswirkungen haben. Ja, da muss man sich doch nicht die Frage stellen, was das für Auswirkungen hat, wenn man dieses Zeug selbst als Pille oder wie auch immer dann einnehmen muss. Das sind meines Erachtens Menschenversuche, die man hier macht. Ja? Und eben das Mädchen Evelyn Richards starb, nachdem sie mit der Droge, die wir heute Thorazin nehmen, injiziert wurde. Also man nimmt es oral, also man schluckt es, oder es kann auch injiziert werden. Quinton erinnerte sich besonders an ein kleines Mädchen namens Michelle, das erst etwa 4 Jahre alt war und einen Hirntumor haben sollte und oft verletzt und von Schlägen gezeichnet war. Michelle weinte die ganze Zeit und wurde die ganze Zeit geschlagen. 1 Jahr nach ihrer Ankunft entdeckte eine der Nonnen ihren Körper, steif, in einer kleinen Zwangsjacke, mit der sie gefesselt worden war. Jahrzehnte später, als Alice ihre Geschichte der Polizei erzählte, teilten sie ihr mit, dass einer ihrer Peiniger irgendwann auf dem Weg zur Anzeige gestorben sei. Sie fragten, warum ich weinte, und ich sagte, es war, weil ich sie wirklich vor Gericht bringen wollte. Als ich hörte, wie der Fall der St. Joseph in Geschichten aus anderen Ländern widerhallte, war Whitman begeistert. Er hörte auch, dass sich in Irland eine ähnliche Geschichte abspielte. Erwachsene, die in von Christian Brothers geführten Internatsschulen und verschiedenen Nonnenorden aufgewachsen waren, begannen zu diskutieren, wie sie angegriffen, vergewaltigt und brutalisiert worden waren, also misshandelt. Und die Polizei untersuchte einige der Fälle. Die irische Regierung tat nicht viel. Die Verjährung schloss die Verfolgung von Straftaten aus, aber es schien klar, dass sich ein Sturm bildete. Hier sehen wir noch ein Bild aus dem ersten Stock des jetzt geschlossenen St. Josephs Waisenhauses, hier, das wir, über das es ja hauptsächlich geht, ja, in Burlington, Vermont. Aber wir kommen auch in andere Gefilde zurecht, wie ihr seht. Ja. Aber es schien klar, dass sich ein Sturm bildete. Und der Sturm, da geht es in dem Rest des Artikels weiter drüber. Zu der Zeit, als Alice Quinton mir von den Kindern erzählte, die in der Institution, in der sie aufgewachsen war, verstorben waren, versuchte ich, alle Geschichten über Todesfälle aus dem Rechtsstreit um St. Josephs aufzuspüren. Verstreut durch Zeugenaussagen waren die Geschichten schwer zusammenzusetzen. Wie viele Todesfälle wurden gemeldet? Wer hat sie gesehen? Wann waren sie in dem von dem Rechtsstreit betroffenen Zeitraum von etwa 40 Jahren eingetreten? Transkriptionen von Zeugenaussagen sind in der Regel sehr lange Dokumente, von denen wichtige Auszüge oft alles sind, was bei Gericht eingereicht wird. Als ich zum ersten Mal auf die schrecklichen Geschichten über einen ertrunkenen Jungen und ein erstarrtes Kind stieß, blätterte ich die Seite um, nur um festzustellen, dass die nächsten 50 Seiten vermisst wurden. Ich versuchte verzweifelt, die Aufzeichnungen in anderen Aussagen zu vergleichen und den Zeugen aufzuspüren, aber normalerweise fand ich nur ein Flüstern der ursprünglichen Geschichte. Das Waisenhaus war über 120 Jahre lang in Betrieb. Wir machen nochmal, spielen nochmal den Film ein wenig weiter. Das Waisenhaus war über 120 Jahre lang in Betrieb. Tausende von Menschen gingen durch seine Türen. Es lag nahe, dass es auf dem Weg dorthin einige Todesopfer gegeben hätte, wenn auch nur aus natürlichen Gründen. Aber die Verteidigung bot nie eine Anerkennung darüber an, wer gestorben war und wie, außer in ein paar kleinen Fällen, wenn sie dazu gezwungen wurde. Als Reaktion auf Sally Dales Geschichte vom fallenden Jungen sagte Monsignore, ein Titel, der noch höher steht als Vater, also Priester, sollte man Leute nicht nennen,
Monsignore Paul Bresnian, ein gut aussehender und artikulierter Priester, der ein führender Vertreter liberaler katholischer Werte in Vermont war, der Burlington Free Press, dass es einfach unglaublich sei, wie es für viele Menschen war. Eine ehemalige Bewohnerin namens Sherry Ristis erzählte eine Geschichte, die sie ihrer Schwester Jahrzehnte zuvor anvertraut hatte. Mitten in der Nacht zog die Näherin Eva Sherry manchmal aus dem Bett, um ihr Gesellschaft zu leisten, während sie durch die Flure ging und die Türen überprüfte. Eines Nachts, sagte Westis aus, brachen schreckliche Schreie die Stille und Westis folgte Eva in einen Raum, in dem zwei Nonnen neben einer anderen Nonne im Bett standen. Diejenige im Bett hatte ihre Beine hochgezogen und weit geöffnet. Ein kleines, schwarzes Baby kam heraus. Am nächsten Tag ging Westis zu ihrer Arbeit in der Kindertagesstätte. Und tatsächlich war das kleine Baby da, süß und klein. Westis war zur Seite gegangen, als eine Nonne hereinkam. Sie hob ein kleines Satinkissen auf und drückte es auf das Gesicht des Babys. Das Baby wehrte sich zunächst mit seinen Armen und Beinen, aber als die Nonne es hochhob, baumelten seine Gliedmaßen. Westis erzählte der Sozialarbeiterin des Waisenhauses, was sie gesehen hatte. Später kam die Kindergartenschwester zu Westis und schlug ihr mit großer Gewalt ins Gesicht. Die Vorstellung, dass sich solche abscheulichen Taten in der eigenen Stadt hätten entfalten können, ohne dass jemand davon wusste, war fast zu viel, um akzeptiert zu werden. Die Anwälte der Kirche machten das Beste aus dieser Skepsis. Ich las die Aussagen von einer Reihe von ehemaligen Bewohnern, die separat beschrieben, wie man einen alten, toten Mann in seinem Sarg im Waisenhaus küsste. Es war unheimlich, wie viele sich an das Ereignis erinnerten. Aber die Antwort der Verteidigung war oft, die Erinnerungen der Kläger und sogar ihr Verständnis der Realität in Frage zu stellen. Zu einer Frau sagte David Borsaikowski, einer der Anwälte der Nonnen, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es keine Aufzeichnung, keine Erinnerung, keine Information darüber gibt, dass im St. Josephs Waisenhaus jemals eine Beerdigung oder eine tote Person gegeben hat und dass keine der Nonnen und keine der für Kinder in St. Josephs verantwortlichen Personen einen Bericht oder eine Aufzeichnung oder Erinnerung an ein solches Ereignis hat, hilft Ihnen das zu wissen, dass es nicht in St. Joseph stattgefunden hat? Das war mehr oder weniger das Ende des Gesprächs. Borsaikowski sagte nicht wirklich und vielleicht wusste er auch nicht, ob in St. Joseph Todesfälle oder Beerdigungen stattgefunden hatten. Er fragte die Klägerin nur, was sie sagen würde, wenn er das sagen würde. In einer weiteren Aussage sprach ein Mann namens Joseph Escra, der in den 50er und frühen 60er Jahren im St. Josephs verbrachte, über einen heißen Sommertag, an dem ein 11-jähriger Junge namens Marvin Willett am See verschwand. Ein anderer Bewohner, der zur gleichen Zeit dort war, beschrieb eine große Gruppe von Kindern, die am Ufer des Champlainsees standen und sich zu einer Menschenkette zusammenschlossen. Langsam gingen die Kinder ins Wasser, um nach einem vermissten Jungen zu suchen. Die Kinder mussten lange laufen, bevor das Wasser ihre Taille erreichte. Noch bevor sie zum steilen Abgrund kamen, kam die Info, dass der Junge gefunden worden war. Escra hatte Willett zuletzt draußen im See gesehen, wo einige Raufbolde versuchten, ihn davon abzuhalten, sich an einem schwimmenden Baumstamm festzuhalten. Nun trug ihn jemand zum Strand und legte ihn in seinen gestreiften Badeshorts auf den Sand. Bald waren die Feuerwehrleute um ihn herum geduckt und versuchten, Luft hineinzudrängen, als der Sheriff von seinem Patrouillenboot angekommen war, in der Nähe stand. Aber es war zu spät. Escra sprach über einen anderen Jungen, der eines Abends nicht zum Abendessen auftauchte. Eine Gruppe von etwa 20 Personen machte sich mit Taschenlampen auf den Weg, um nach ihm zu suchen. Sie fanden ihn in der Nähe eines Schaukelsets, gefesselt an einem Baum, zu Tode gefroren. Dieser Junge, zum Beispiel, der Junge, der, wie Sie sagen, erfroren war, fragte Borsakowski. Das ist etwas, wovon ich noch nie gehört habe. Escra nahm Borsakowski für bare Münze und versuchte, ihm behilflich zu sein. Wenn Sie in die Aufzeichnungen zurückgehen würden, die ich damals vermutlich in Burlington geführt habe, würden Sie feststellen, dass es dort etwas gibt, es sei denn, Sie haben es vor den Zeitungen oder den Aufzeichnungen verheimlicht. Okay,
Wir haben danach gesucht und konnten es bisher nicht finden, sagte Borsakowski. Wir sehen mit großer Skepsis vieles von dem, was Sie beschrieben haben. Zweifel, Zweifel, Zweifel. Es geschah auch in Albany. Und bevor wir in das nächste Geschehen gehen, was in Albany geschah, in dem Waisenhaus in Coleman's Home, werden wir für diese Woche, oder für diese Woche, werden wir für heute eine Pause in die Lesung einlegen und werden nächstes Mal darüber weitersprechen, werde ich ab Seite 33 in diesem Papier über den systematischen katholischen Kindesmissbrauch von Buzzfeeds, den Artikel Wir sahen Nonnen Kinder töten, weiterlesen. Und wie gesagt, wir sind erst auf Anfang der 30er Seiten, also wir haben knapp die Hälfte des Dokuments hinter uns. Wir haben noch gut die Hälfte des Dokuments vor uns, sage ich mal. Wir haben noch einige Abgründe, die sich auftun werden. Und ich kann euch sagen, da kommen auch noch ein paar Filmszenen. Wir kommen nachher, selbst in diesem Artikel wird der Film genannt Spotlight, der ja im Mainstream läuft, ein Hollywood-Film mit Michael Keaton unter anderem, der den Missbrauch über Jahrzehnte in Boston zeigt, der römisch-katholischen Kirche, der aufgedeckt wird. Und ich werde mal sehen, ob wir da nächstes Mal auch einen Trailer von einspielen können. Und ich werde den Film Spotlight gegen dann, wenn ich die Lesung veröffentliche, auch auf BitChute, auf meinem BitChute-Kanal veröffentlichen, dass den sich da jeder gratis ansehen kann. Ja, für heute halte ich es mit der Lesung über den systematischen katholischen Kindesmissbrauch für gesehen. Sage, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, dass ihr mir angenehm habt folgen können mit der Lesung. Angenehm in dem Sinne, natürlich ist es nicht angenehm, was ich lese, aber auf der anderen Seite, drüber schweigen hilft ja nun auch nicht. Und wir sehen ja, wie die Kirche mit ihren Anwälten versucht, die Dinge zu verschleiern und vor allen Dingen eben den Schleier der Zeit über solche Sachen zu legen. Entweder sind die Dinge verjährt oder sie sagen, die Zeugenaussagen sind nicht relevant oder sie sind nicht verlässlich, weil der eine sagt dies, der andere sagt das und viele Erinnerungen sind ja keine Erinnerungen, sondern Fantasien und so weiter und so weiter und so weiter. Die Kirche versucht immer alles, um das von sich zu weisen. Und wir nehmen hier nur dieses kleine Beispiel von diesem St. Joseph's Waisenhaus in Burlington. Ich meine, wie viele Waisenhäuser gibt es nicht? Alleine in Amerika, alleine in Europa, in Deutschland. Ja? Das Jugendamt nimmt ständig Kinder aus Familien weg. Und jedes Mal sind diese Kinder in der Gefahr, misshandelt zu werden. Sexuell und psychologisch. Und teilweise eben auch, dass sie in Kreise fallen, wo der Missbrauch nicht nur sexuell ist, sondern auch noch satanisch-ritueller Missbrauch. Wie in dem Film Höllenleben, den ich ja auch als Link hier mit beigebe. Und da kann ich euch nur anraten, schaut euch den mal in Ruhe an. Diese Dinge müssen auch besprochen werden. Und deswegen hoffe ich, dass wir bis zum nächsten Mal uns auch Zeit nehmen, noch in der Bibel zu lesen und uns weiter in Gottes Wort zu bilden und diese Scheußlichkeiten aufzudecken, dass wir das als unsere Aufgabe ansehen, dass wir sagen, wenn wir wissen von solchen Sachen, dann müssen wir es hinausschreien, um die Leute zu warnen. Weil schließlich lieben wir als Christen unseren Mitmenschen. Und wir können unseren Mitmenschen nur beweisen, dass wir ihn lieben, wenn wir ihn warnen vor der Falle, auf die er zuläuft. Wenn ich ihn nicht warne, dann liebe ich meinen Nächsten nicht. Und dann verstoße ich gegen das Gebot von Jesus Christus. Und gegen die Liebe ist kein Kraut gewachsen. Von daher, bis zum nächsten Mal, lest eure Bibel und Maranatha.